Wir dürften heute eine neue Rallye aufgrund alter Nachrichten erleben. Wie geht das? Wie passt das zusammen? Das wollen wir uns in diesem Video anschauen. Und damit erstmal einen wunderschönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Wir werfen einen Blick auf das, was heute zu erwarten ist. Und wir hatten gestern ja schon diese Rallye, weil die FED mitgeteilt hat, oh, wir wollen Unternehmensanleihen kaufen. Diese Mitteilung hatte man eigentlich schon am 22. März gemacht. Man hat hier also nicht wirklich substanziell Neues gesagt seitens der FED, außer dass man im Prinzip einen breit gefächerten Mix aus Unternehmensanleihen kaufen will und nicht nur ETFs kaufen will. Das bedeutet faktisch, dass im Prinzip eben die Notenbank jetzt direkt Unternehmen finanziert. Stellen wir uns mal vor, wenn die FED hier zum Beispiel ein Enron-Unternehmen finanziert hätte, ein Betrügerunternehmen, wie sich dann herausgestellt hat, und dann ist die Kohle futsch, die faktisch ja mit Steuergeldern hier finanziert wird. Die FED hat gesagt, ja, um die Marktliquidität zu verbessern, aha, als hätten wir zu wenig Liquidität an den Märkten, das ist das Erste. Und das Zweite, vor allem jene Unternehmen zu schützen, die viele Angestellte haben. Nun ja, das gilt für eine Enron oder galt auch für eine Enron. Also es ist schon ein bisschen kurios, was da passiert, warum man jetzt nicht nur ETFs kaufen will, sondern die Unternehmensanleihen direkt kaufen will. Das ist nach wie vor ein Rätsel. Jedenfalls ist das eben, wie gesagt, am 22. März schon verkündet worden als SPV, als Secondary Market Corporate Credit Facility. Man ist da ja immer sehr kreativ, was die Namen solcher Programme betrifft. Da sind 75 Milliarden Dollar stammen aus dem CARES Act, also praktisch von Steuerzahlern finanziert. BlackRock wird diese ganze Geschichte wieder mal abwickeln und das Ganze ist nach eigenen Regularien der FED irregulär. Nach dem Fed Reserve Act kann eigentlich die FED nur Dinge kaufen, die durch die US-Regierung in irgendeiner Form gedeckt sind. Das ist bei Unternehmensanleihen, die ja Privatanleihen sind oder und Anleihen privater Firmen sind, natürlich nicht der Fall. Und das zeigt, dass die FED im Grunde schon die Grenze zu MMT, zur Modern Monetary Theory, bereits überschritten hat. Man kauft so ziemlich alles, was nicht auf dem Baum wächst, bis auf Aktien. Aber das wird vielleicht auch nur noch eine Frage der Zeit sein, bis man eben dann Aktien kauft. Ist wirklich unglaublich, was da passiert. Das hat mit dem herkömmlichen Kapitalismus nichts mehr zu tun. Die FED wird jetzt auch zum Beispiel neu emittierte Unternehmensanleihen kaufen, also Unternehmen X. Zum Beispiel eine Apple begibt eine Anleihe und die FED kauft direkt. Es gibt gewisse Limits, man darf nicht über 20% respektive 15% des Gesamtvolumens dieser Anleihe kommen, aber das hat mit Marktwirtschaft natürlich überhaupt nichts mehr zu tun. Hier mal eine Aufstellung: im Jahr 2018 sagte die FED noch, ja, Bilanzreduzierung auf Autopilote, 2019 dann drei Zinssenkungen, 400 Milliarden Balance Sheet Expansion, also man hat die Bilanzsumme um 400 Milliarden aufgeweitet, eine halbe Billionen in Repo-Operationen geführt, Liquidität dort zugeführt, um den Interbankenmarkt zu retten. 2020 hat man die Zinsen auf Null gesenkt, 3 Billionen und mehr Bilanzausweitung, man kaufte Junk Bonds, man kauft Unternehmensanleihen, man kaufte Schulden der USA, man kauft im Prinzip jetzt alles. Also das ist sozusagen die totale Ausweitung. Heute 16 Uhr wird Jerome Powell vor dem US-Kongress aussagen und im Grunde ist das, was er da sagt, schon am 12. Juni veröffentlicht worden, nämlich in dem Monetary Policy Report. Da wird also nichts substanziell Neues zu erwarten sein, was Powell da sagt. Das Argument jedenfalls der FED, dass man die Marktliquidität verbessern wolle, das ist ein bisschen albern. Hier sehen wir den Bloomberg Financial Conditions Index, also auch praktisch die Kredite schwer zu erhalten sind oder locker zu erhalten sind. Und wir sehen, da hat sich sehr, sehr viel getan seit den Märztiefs. Es ist nicht allzu schwer. Die zweite alte Meldung, die jetzt für eine Rallye sorgt, ist, dass Trump 1 Billion in die US-Wirtschaft stecken will, und zwar in Infrastruktur. Auch das, wie gesagt, ist nicht neu. Dieser 1 Billion Stimulus, das war ohnehin klar. Das hatte Mitch McConnell, der Führer der Republikaner im Abgeordnetenhaus, schon mal gesagt. Jetzt die Drehung allerdings, vielleicht ist das ein bisschen neu, die Drehung in Sachen Infrastruktur. Denn das ist vielleicht der Kniff, mit dem die US-Republikaner dann die US-Demokraten werden überzeugen können. Denn die wollen auch was
in die Infrastruktur stecken. Die hatten neulich ein 550 Milliarden Paket schon vorgeschlagen. Wir sehen also, unter 500 Milliarden geht hier gar nichts mehr. Das sind dann schon Peanuts. Und hier hatte gestern ein FED-Mitglied, nämlich Mary Daly, gesagt, ja, die Zeit ist doch sehr, sehr günstig, jetzt solche Sachen zu machen, denn die Zinsen sind niedrig. Es ist leichter zu finanzieren, also sollten wir das jetzt tun. Die FED sitzt also mit der Regierung hier direkt in einem Boot und das Endprodukt dieser wunderbaren Kombination wird das sein, was Stephen Roach, ehemaliger Top-Banker, jetzt gesagt hat, der Dollar-Crash sei unvermeidbar, schlichtweg, weil eben die Amerikaner völlig über ihre Verhältnisse leben und jetzt umso mehr in dieser Corona-Krise. Das wird auf Dauer nicht gut gehen können. Gleichwohl, die Analysten werden wieder bullischer. Morgan Stanley hat jetzt hier einen Ausblick gewagt und erwartet 3350 Punkte im S&P 500, alles bullisch oder was? Wir sehen, dass nach wie vor die Retail-Trader, die Privatinvestoren in den USA, maßgeblich mit dieser Rallye treiben. Und zwar indem das, was diese Privattrader tun, praktisch verkauft wird. Der sogenannte Order Flow wird verkauft. Das heißt, Robinhood, dieses Fintech aus den USA, bei dem unglaublich viele Privattrader inzwischen sind in den USA, die verkaufen die Orders vorher an Hedgefonds oder an Algo. Firmen, die kaufen dann eine Millisekunde vorher, sodass die vorher im Markt sind, was die Preise dann noch zusätzlich nach oben beschleunigt. Jetzt sehen wir, dass vor allem Citadel hier zu den Kunden gehört. Der Hedgefonds zahlte knapp 40 Millionen Dollar. Jetzt zahlt er praktisch für diese Daten und andere kommen noch dazu. Insgesamt verdient Robinhood alleine an dem Verkauf solcher Daten etwa 100 Millionen Dollar. Das sorgte auch gestern für die Stabilisierung am Markt. Wir hatten ja gestern zunächst diese leichte Depression, dann ging es maßgeblich nach oben. Wir sehen hier mal in dieser Grafik den Russell links oben, rechts oben, aus meiner Sicht rechts oben, ich muss mich jetzt in sie reinversetzen, wo sie sehen, also auf jeden Fall oben Russell und der Nasdaq, unten S&P und der Dow Jones. Wir sehen, der Nasdaq handelt weit über seinen gleitenden Durchschnitten, während der S&P hier es geschafft hat, gestern seine 200-Tages-Linie zu verteidigen, die von den Profis durchaus beachtet wird. Man hat also zentrale, wichtige Marken gestern nochmal verteidigt, indem die Stimmung umschlug von Depression, oh, zweite Coronavirus-Welle, schwache Daten aus China, hin zu Euphorie, Florida, die Daten waren nicht so schlimm, dann kam die Fed, jetzt haben wir das Stimulusprogramm durch. Donald Trump, das hier im Raum steht, gleichwohl die Gewinnerwartungen der Unternehmen hier oben S&P 500, dann in der Mitte S&P 400 und ganz unten Russell 2000, die sind weiter kaum erholt, weiter im freien Fall. Wir sehen, dass auch jetzt diese zweite Coronavirus-Welle oder ist es vielleicht noch die erste in den USA durchaus verunsichert hat. Die Restaurant-Bookings sind deutlich zurückgegangen in dieser Zeit. Wir sehen nach wie vor Probleme in China. Wir haben jetzt die Situation, dass über hunderte Leute hier festgestellt wurden mit dem Coronavirus. Shanghai wird jetzt alle Menschen in Quarantäne stecken, die aus gefährdeten Gebieten kommen. 14-tägige Quarantäne. Und wenn selbst die Global Times schreibt, ja, jetzt wird es ernst in Peking. 4 Distrikte sind jetzt abgesperrt worden. Dann kann das schon durchaus was heißen. Apropos China, wir haben leichte Entspannungssignale in Sachen USA, China, Pompeo, der in China immer wieder harsch kritisiert wird in chinesischen Medien, will sich mit einer chinesischen Delegation in Hawaii treffen. Ansonsten dürfen amerikanische Telekommunikationsunternehmen mit Huawei in Sachen 5G irgendwie zusammenarbeiten, was zeigt, dass sie offenkundig technisch nicht in der Lage sind, das selber zu wuppen, möglicherweise als eine Erklärung dafür. Heute jedenfalls sehen wir den ZEW-Index um 11 Uhr, der zuletzt sehr massiv gestiegen war. Und wir sehen, was noch viel wichtiger ist, US-Einzelhandelsumsätze, die im letzten Monat, nämlich im April, heute kommen die Mai-Daten, um 16,4% eingebrochen waren. Warum auch nicht? Es ist ja auch dann erstaunlich, dass die Aktienmärkte kein neues Allzeithoch erreichen, wenn die so maßgeblichen Daten einbrechen. Schauen wir uns mal die Charts an von Capital.com, meine Damen und Herren. Wir sehen hier diese konstante Rallye, die sich dann fortgesetzt hat, auch im asiatischen Handel. So in den letzten Minuten ein leichter Rücksetzer. Hier sehen wir den S&P 500 auf 30-Minuten-Basis. Das könnten wir für andere Indizes ähnlich
hier fortschreiben, der DAX bei 12.242. Wir sehen den Nasdaq nach wie vor sehr, sehr stark, 9.897. Wir sehen, dass der Euro bei 1.1336 aktuell handelt. Hatten wir Gold, hatten wir schon, meine ich, oder hatten wir nicht? Nein, hatten wir nicht, 1.700 knapp 23, und wir sehen Crude Oil wenig verändert bei $37,36. Also wir haben heute eine wunderbare Situation mit alten Nachrichten, die jetzt sozusagen in neuem Glanz erscheinen und eine neue Rallye hervorrufen. Heute wichtig, US-Einzelhandelsumsatzdaten, dann die Aussage von Jerome Powell, auch wenn da nicht so wahnsinnig viel Neues zu erwarten ist. Die Rallye kann noch ein bisschen weitergehen, wir können über die 3200 Punkte noch laufen, aber dann dürfte Schluss sein. Die Luft wird also jetzt perspektivisch ein bisschen dünner. Wir sind nach wie vor in dem, was ich gestern als eine Schaukelbörse bezeichnet habe. Es wechseln sich gute und schlechte Nachrichten ab und wir werden wahrscheinlich nochmal einen doch signifikanteren, so muss es heißen, Rücksetzer sehen. Und jetzt einen guten Start in diesen herrlichen Dienstag, die Sonne scheint. Das Leben ist schön, meine Damen und Herren. Servus und ciao.